Auf einmal hatte die Arme offen. Ja, Cromwell der Begnadiger. Ich kann mich entschuldigen, aber ich habe nicht gesündigt. Also damit kann ich mich bei NPCs entschuldigen, wenn sie mal stinkig auf mich sind. Ich kann bei ihm das männliche Gewand kaufen, genau. Ich kann bei ihm die Bissringe kaufen, die ich alle schon besitze. Ich kann dunkle Pastillen und ich kann jede Menge Zauber bei ihm kaufen. Allem voran die große Heilung, die ich schon gerne hätte. Auch wenn ich sie schon einmal besitze, ein zweites Mal wäre nicht verkehrt. Ja, und Lebensreste. Ja. Nö, erstmal nicht. Sprechen wir mal mit ihm. Sincere. No matter how terrible the sin, surely we all deserve mercy. Yes. Und falls es niemandem aufgefallen ist, er hat dieselbe Synchronstimme wie Ben Hart auf Hugo. Anyone can be forgiven. No matter, surely. Ja. Und ich kaufe doch gleich die große Heilung bei ihm, dann habe ich sie schon mal. Wenn wir dann irgendwann genug Wille haben, also 25, ich werde dann beide große Heilungen runterwürzen auf 25, dass wir sie schon vorher benutzen können. Wir haben nämlich genug Skeptiker gewürzt, um das zu machen. So. Da das aber noch eine Weile hin ist, werden wir uns mit der medizinischen Heilung begnügen müssen. Gut, wir haben das Gebiet geklärt. Jetzt können wir hier weitergehen. Erstmal sind hier wieder Spinnen. Die bewacht hier etwas. Nämlich die Seele eines stolzen Ritters. Und hier unten wäre eine Fackel zum Anzünden. Und die zünden wir auch an. Also ein Fackelhalter. Oder so eine Feuerschale. Feuerschalen nennt man die Dinger ja. So, wenn wir das Ding nämlich anzünden, haben wir mehr Licht. Gut. Au. Das war unvorhergesehen. Hi, Kumpels. So, alle tot. So, kann ich dich backstabben? Nein, kann ich nicht. Also muss ich dich töten. Ja. Ab hier wird es jetzt interessant. Für mich, für euch, für alles. Für die Story. Mal erstmal können wir hier runter segeln. Und da hinten ist jetzt der große Showdown. So, wir können uns jetzt entscheiden, welchen von beiden wir helfen. Indem wir einfach den anderen angreifen und töten. Ja, die beiden brauchen eine Weile, um sich gegenseitig zu töten. Deswegen können wir nochmal zusammenfassen. Pate hat uns immer vor den Fallen gewarnt, die wir so gesehen haben. Auch wenn das ein bisschen hinterlistig von ihm war, teilweise. Er hat uns sogar seine gesamte Ausrüstung gegeben. Während Quaiden immer nur von seiner Rache gesprochen hat und uns nichts gegeben hat. Also, au, soll es Quaiden sein, der stirbt. So. Und wir kriegen seine Stahlmaske. Und ein bisschen kohlehartiges Harz. Und wir können mit Pate reden.
Well, thank you. I owe you my life. Mhm. My little pied-à-terre lies beyond here. You'll find some of my treasures there. Help yourself to those that suit you. Here, use this key. Zedora Höhlenschlüssel. Be cautious on your travels. Be cautious. Mhm. Mehr kriegen wir von ihm nicht. Ich glaube, wir haben jetzt aber Quaitons Ring verschossen, dadurch, dass wir Pete gerettet haben. Bei Quaiton müsste uns eigentlich auch einen Ring geben, wenn wir ihm jetzt geholfen hätten. Dafür haben wir jetzt aber den Schlüssel gekriegt. Hier. Schlüssel zur Höhle in der Lichtsteinbucht Zedora. Jene Namen, die nach Zedora ausziehen, ohne die alten Missentate zu kennen, die die Bucht bis zum heutigen Tage heimsucht, werden in grässliche Unwesen verwandelt. Ja, das könnte auch so eine Sache sein. Ich öffne einfach mal, das geht ja auch. Hier, da ist eigentlich nur eine Spinne versteckt. Ich weiß gar nicht, warum ich hier reingegangen bin. Gut. Bevor wir da lang gehen, da geht es nämlich weiter. Und wir kommen nicht mehr so leicht in diesen Abschnitt hier zurück. Also hier durch kommen wir in den Bereich hier hinten. Wir haben allerdings noch sehr viel in diesem Bereich hier vor uns. Das kann ich ja schon mal sagen. Da hängt eine Spinne. Ne? Und eigentlich, wo müssten wir lang? Ich will eigentlich nicht nach da unten. Ich will eigentlich nach da drüben hin, aber wo? Hier war eigentlich meine Leine, die darüber geführt hat. Nicht so gut. Ich müsste nämlich da eigentlich rein. Und darüber springen kann ich vergessen. Ja. Das ist nicht gut. Genau. Tot. Ja. Okay. Kein Problem. Ich gucke gleich mal, ob meine sterblichen Überreste immer noch da rumliegen. Also weiter oben rumliegen. So, die Spinnen lasse ich mal in Ruhe. Ich lock nur die hier an. Bei Dark Souls 2 sind die Spinnen auch, also in Skull of the First Sin sind die Spinnen auch nicht mehr ganz so aggressiv, wie sie sonst waren. Und nein, mein Seelenhaufen liegt da unten rum. Ich will aber vorsichtig hier runter. So. Mhm. Ja, macht euch da alles kaputt, was ihr kaputt machen wollt. Oh. Hallo. Hier gehe ich lieber auf Nummer sicher und trinke. Ja, und ihr schwafelt komisch. Gut. Von mir aus. Blitzurne. Hier sehen wir übrigens wieder Spinnen rumhängen und auch eine Spinne sein. Das ist der mieseste Raum hier in dem Gebiet. Denn da hinten ist das Leuchtfeuer. Also das unterste Leuchtfeuer. Hinterhalt voraus, deshalb versucht umkreisen. So. Und obwohl das Spinnen sind, haben sie kein Gift. Was mich auch gerade mal wieder überrascht. Dass mir das erst jetzt auffällt, dass die kein Gift haben. So. Das hier ist die Tür, wo ich gerade vorhin versuchen wollte, reinzukommen. Aber nicht reingekommen bin. So, holen wir mal
Au. Machen wir erst einmal den Seelenhaufen wieder und dann geht's ganz schnell hier rein. Wow. Und dann lassen wir mal die Spinnen zu uns kommen. Okay, die ist gerade ganz schön cool an unserem Schild abgeprallt. Ja, Tong. So. Wie viel Schaden nimmst du durch einen Feuerfall, der gegen die Wand geht? Gar keinen. Oh, geht eigentlich mit dem Schaden. Der Schaden durch unseren Billigpfeil ist leider sehr gering. So, damit wärst du weg. Der andere ist da hinten. Oh. Stimmt, da war der Bogenschütze Guthrie auch noch. Müssen wir gucken, dass wir ihn hier drin besiegen. So, er kommt einfach hier immer wieder reingelatscht. Und wir können ihn in aller Ruhe besiegen. So. Zweimal in einem Durchgang denselben Bogenschützen getötet. Ja, das... macht Freude. So, den Basilisken haben wir getötet. Ah, jetzt wird's hässlich. Nein, das machen wir so nicht. Au. Genau. Einmal schöne Ausweichrolle. Dann ballern wir dich erstmal in Grund und Boden. Und dann den Kumpel. Wo ist er abgestürzt? Oder wo ist er? Weil das ist ein roter, eine rote Kristallechse gewesen. Die Viecher explodieren, wenn man zu nah an sie rangeht. So. Das Tor ignorieren wir. Wir wollen hier hinten zu dem Zeug. Ein Skeptiker-Gewürz. Ja. Und die Leute hier wurden alle von ihm hier versteinert. Und ja, wir sind wirklich unten in der Steinbucht angekommen. Also da weiter oben war das Lager, das Armeelager. Die versucht haben, die Steinbucht hier unten zu belagern. Was allerdings wohl nicht ganz so gut geklappt hat. So, theoretisch von nach da an die Sachen hier kommen wir von weiter oben, genauso wie die Sachen hier drüben. Ich habe einfach nur mal den Wegpunkt aktiviert, dass der aktiviert ist. Und ja, hinter dieser Tür hier ist Ornifex. Mit einem Wahrheitsverkünder. Oh. Und ich habe die Spinnen hier angelockt. Hatte die Spinnen hier angelockt. Gut. Okay, Ornifex. Schauen wir uns beim nächsten Mal an. Lassen wir sie mal da. Weil ich werde jetzt am Leuchtfeuer rasten, mich zurück teleportieren und Seelen ausgeben. So. Einmal porten, bitte. Einmal. Aufsteigen, bitte. So, wieder Stärke. Zwei Punkte, also fehlen noch drei. Da sind wir schon, haben wir mehr Stärke als Geschicklichkeit.
Aber Geschwindigkeit können wir dann auch steigern demnächst wieder. So. Das heißt, jetzt mache ich wieder einen Cut. Also bis gleich.